Ein großer Gewinn. 1. Timotheus, Kapitel 6, Verse 6 und 7. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wir leben in einer Welt und Gesellschaft, die oftmals sehr in Schwarz-Weiß-Malerei abdriftet. Sowohl im Kleinen als auch im Großen, da macht ein Kaufhaus Reklame mit dem Spruch, das ist schon ein paar Tage her, aber das ist mir immer noch in Erinnerung, da heißt es, gut ist uns nicht gut genug. Oder ich bin doch nicht blöd. Diese Welt und Gesellschaft ist definitiv ungerecht. Nicht jeder wird für das, was er tut oder nicht tut, gerecht belohnt oder auch bestraft. Nicht immer gewinnen die Besseren. Wir unterteilen ständig in falsch und richtig, wahr oder nicht wahr, in gut und schlecht, in positiv und in negativ, in sinnvoll oder sinnlos, in erfolgreich oder nicht erfolgreich, ebenso in klug und weniger klug, in gut oder böse, in reich oder arm und so weiter und so fort. Und nicht selten sind wir hierbei unser eigener Maßstab. So wie ich die Dinge sehe, so haben sie gefälligst zu sein. Gott gefällt es überhaupt nicht, wenn man Gutes schlecht macht und Schlechtes gut nennt. In Jesaja, Kapitel 5, Verse 18 bis 24 steht: Weh denen, die das Unrecht herbeiziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit vagen Seilen und sprechen, er lasse eilends und bald kommen sein Werk, dass wir es sehen, es nahe und treffe ein der Ratschluss des heiligen Israels, dass wir ihn kennenlernen. Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Weh denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer starkes Getränk zu mischen, die den Schuldigen gerecht sprechen, für Geschenke und das Recht nehmen denen, die im Recht sind. Darum, wie des Feuers Flamme Stroh verzerrt und Stoppeln vergehen in der Flamme, so wird ihre Wurzel verfaulen und ihre Blüte auffliegen wie Staub, denn sie haben verachtet die Weisung des Herrn Zebaoth und gelästert die Rede des heiligen Israels. Aber auch als Christen stehen wir manchmal in der Gefahr, uns falsch zu verhalten, uns dieser Welt, dieser Gesellschaft, diesem Zeitgeist anzupassen und vielleicht sogar unterzuordnen. Und da müssen wir auch immer wieder in uns selber hineinschauen und uns selber prüfen und Gott fragen und uns auch an der Bibel orientieren und nicht versuchen, nach eigenem Gutdünken die Dinge dann zu bewerten, wie wir das gerne möchten oder wie andere uns das nahelegen oder aufdrängen. Oder meinen, dass es nicht anders geht. Es geht immer anders, vor allem, wenn wir Christen sind. Was wirklich hinter einer Sache steht und was wirklich nötig und wichtig und richtig ist, das müssen wir einfach auch aus der Hand Gottes nehmen, uns durch den Heiligen Geist auch offenbaren und zeigen lassen und uns einfach auch in dem, was an uns herangetragen wird, auch immer beraten, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Der Mensch sieht tatsächlich nur, was vor Augen ist, auch der Christ, aber Gott sieht in unser Herz hinein. 1. Samuel 16, 17. Es geht nicht gerecht zu auf Erden. Wem sage ich das? Es ist eine Tatsache. Es gibt Gerechte durch die Gnade der Erlösung, die leiden viel und gehen in ihrer Gerechtigkeit vielleicht sogar unter. Und es gibt Gottlose, die leben lange und erfolgreich in ihrer Bosheit. In Prediger Kapitel 7, Verse 14 und 15 heißt es entsprechend: Am guten Tag sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke, diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Dies alles hab ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens,
Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit, und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Und wie sollen wir nun damit umgehen? Was rät uns der Prediger? Wir sollen nicht allzu gerecht sein und zu sehr den Maßstab von Gut und Böse anlegen. Prediger 7,16. Wir könnten daran tatsächlich kaputt gehen und versauern und eine bittere Wurzel in unserem Herzen hegen und pflegen, wenn wir uns diese Dinge zu sehr zu Herzen nehmen. Es ist eine ernste Warnung, wie ich finde, und dem sollten wir uns einfach auch stellen und uns entsprechend auch verhalten, wenn wir solche Dinge in unserem Leben um uns herum mitbekommen, dass es sich so verhält. Es hat nur nichts mit einer Jenseitsvertröstung zu tun, wenn wir als Christen auf Gottes Gerechtigkeit hoffen, gerade dann, wenn wir Ungerechtigkeiten wahrnehmen. Wir sollten aber nicht erwarten, dass Gott jedes Unrecht, jede Oberflächlichkeit, jede Ungerechtigkeit und jede Fehleinschätzung sofort und stehenden Fußes korrigiert und sozusagen dazwischenhaut. Nicht nur in der Welt, sondern auch untereinander, unter Christen, wenn es um Meinungen, um Ansichten, um Auslegungen geht, um die wir uns entsprechend eben nicht streiten sollen. Auch da kann man vielleicht manchmal die Beherrschung verlieren. Das sollen wir nicht. Wir sollen es ertragen. Römer 14,1. In seinem Bibelkommentar zum Eingangstext schreibt William MacDonald Folgendes. Genauso wie der vorherige Vers eine falsche Definition von Gewinn gab, so gibt dieser Vers die echte Bedeutung dieses Wortes an. Die Kombination von Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Gottseligkeit ohne Zufriedenheit ergäbe ein einseitiges Zeugnis. Zufriedenheit ohne Gottseligkeit hätte mit Christentum nichts mehr zu tun. Doch echte Gottseligkeit zu haben und gleichzeitig mit den persönlichen Umständen zufrieden zu sein, ist mehr, als Geld uns beschaffen kann. Dieses Kapitel ähnelt sehr den Lehren des Herrn Jesus in der Bergpredigt. Vers 7 erinnert uns an seine Anweisung, dass wir unserem himmlischen Vater bezüglich der Erfüllung unserer Bedürfnisse vertrauen sollten. Es gibt drei Gelegenheiten im Leben, bei denen wir mit leeren Händen dastehen. Bei der Geburt, wenn wir zu Jesus kommen, und im Tod. Dieser Vers erinnert uns an das Erstgenannte und an das Letztgenannte. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. Ehe Alexander der Große starb, sagte er, wenn ich tot bin, so tragt mich auf meiner Bahre hinaus, wickelt aber die Hände nicht ein, sondern lasst sie draußen, so dass alle Menschen sehen können, dass sie leer sind. Bates kommentiert dies. Ja, diese Hände, die einst das stolzeste Zepter der Welt hielten, die einst das siegreichste Schwert führten, die einst mit Silber und Gold gefüllt waren, die einst die Macht hatten, Leben zu schenken oder zu nehmen, waren nun leer. Soweit dieser Kommentar. Es ist tatsächlich so, dass, wie es umgangssprachlich heißt, das letzte Hemd keine Taschen hat. Was vor Gott zählt, ist unsere Einstellung zu Jesus Christus, unsere Beziehung, dass wir sie nämlich haben und an ihn glauben als unseren Herrn und Erlöser. Er, Jesus, ist die letzte gültige und ewige Instanz in allen Fragen des Lebens und Glaubens. Was soll unsere erste Priorität sein? Ganz praktisch. Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor Gott. Micha 6,8. Übung macht den Meister. Der wahre Gewinner ist derjenige, der sein Heil und seinen Segen allein in der Person Jesus Christus finden durfte und sich hier auch ganz praktisch in seinem Glauben, in seiner Frömmigkeit übt. Ganz egal, ob er in seinem Leben äußerlich zu den Verlierern oder Gewinnern zählt, das ist letztlich nicht entscheidend, sondern wie Gott einen sieht, das ist entscheidend. Vor Gott sind andere Dinge wichtig. Wir Christen sind letztlich keineswegs von Menschen abhängig, auch wenn es uns zwischendurch manchmal so vorkommt.
Gott will auch, dass wir uns bewusst manchen Dingen in dieser Welt unterordnen und uns auch in mancher Hinsicht anpassen und die Füße stillhalten und uns einfach bemühen, uns nicht irgendwie in unrechter Art und Weise gegen das zu stellen, was Gott verordnet hat oder was wir einfach auch manchmal nicht ändern können. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 11 bis 17 steht Folgendes, und da geht es um das Verhalten in dieser Welt. Petrus schreibt: Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Auch wenn wir äußerlich manchmal den Eindruck haben, dass wir irgendwie vielleicht in einer Zwangsjacke stecken oder irgendwie in unserer Freiheit eingeschränkt wären oder tatsächlich sind, so dürfen wir als Christen wissen, dass wir durch Jesus Christus frei geworden sind, durch den Glauben an die Vergebung unserer Sünden. Wir sind geistlich erneuert, wir sind tatsächlich frei. Nichts geschieht umsonst und wir haben tatsächlich die Freiheit zur Unterordnung, weil wir die Wahrheit in uns tragen, in Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der uns die Freiheit geschenkt hat, nämlich die Vergebung unserer Sünden, Frieden mit Gott und ein sinnvolles, zielorientiertes Leben und eine Hoffnung, dass nämlich die Leiden dieser Zeit überhaupt nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die Gott uns erweisen wird und die wir einmal mit eigenen Augen sehen werden, im Himmel bei Gott, bei Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, unserem Herrn und Erlöser, Jesus Christus. Amen.